Schwache Klatschgeräusche. Viel Podcast Podcast. Solo-Folge vom 30. November. Ich hoffe, es geht alle gut. Und ich hoffe, alle sehen munter, trotz der immer wieder neue, spannende News. Ähm, was habe ich für News? Das letzte Mal, wo ich mich gemeldet habe, Solo, ich Mittwoch, Nachmittag, äh, bevor wir die letzte comedy im Balz gemacht haben. Super geil gesehen, sehr, sehr Spass gemacht. Und ähm, was, ich, was ich wirklich noch äh, spannend gefunden habe, ist, wie in den Tag danach so ein bisschen tatsächlich äh, Wehmut aufgekommen ist. Äh, nicht schlimm, natürlich, aber ich kann dann auf einmal so Bilder raussuchen, die ich in den nächsten Tag posten will, ähm, so ein bisschen rückblickend. Und eben, in diesen acht Jahren ist wahnsinnig viel passiert. Und. Ähm, darum ist es schön gesehen nochmal wirklich sensationelle Stimmung Bude brachend voll ausverkauft und wirklich von Anfang an äh, es ist so gesehen wie ja also das ist auftraten oft aber an diesem Abend wieder mal es ist gesehen wie fliegen es ist einfach du gehst auf die Bühne und die Leute sind sofort da keine Sekunde irgendwie Anlauf braucht oder so sondern alle bereit alle freudig und ähm, ja, vollgas, super geil Danke allen, die gekommen sind, äh, im Publikum. Danke allen, die auftreten sind. Äh, extra aus Aachen der Chelid gekommen, wo wir ja kürzlich auch im Podcast haben. Und äh, dort ist das also ein bisschen entstanden. Weil ich, ich war gar nicht auf die Idee gekommen, ins Frage. Ich habe zu gedacht, ich habe dann so, so ein paar alte Bekannte, natürlich, der Charlie, ähm, wo ich glaube, niemals, nein, ich glaube, sicher, niemand öfters auftreten ist im Balz äh, als er. Ähm, abgesehen von mir natürlich ähm, <laughs> abgesehen von mir natürlich hey trotzdem ich 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 und äh, der Devil, wo es fünf Jahre Special äh, moderiert hat damals, so der Rob, äh, Sven, einfach so ein bisschen so altbekannte äh, balz gesichter äh, aber der Khalid hat ihm jetzt nicht äh, traut zu fragen sozusagen und dann nehmen wir einen Podcast auf und ich, ich hole ihn zuerst ab am Flughafen äh, und ich glaube sogar schon dort im Auto äh, sagt er, ich so ja bald will ich wieder mal und ich so jo äh. <laughs> sie hat das sogar auf der Bühne erzählt und ich so ja jetzt machen wir es und äh, solo machen wir noch und er so ja äh, dann will ich schon wieder mal spielen wäre schon geil und ich so ja 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 jetzt ist dann halt die letzte und er so ja ich würde wirklich gern da wieder mal spielen <laughs> die reden wir so jo will will Schuftre hat der letzte überraschigs und ähm, dann haben wir das aufgeleistet und äh, perfekt perfekt aufgegangen. Äh, Schöne Aperol nachher noch gehabt, tibi Topi äh, Nächsten Tag, ähm, Donnerstag, bin ich dann äh, ähm, go Suppe ausschenken. Am großen Suppetag vor der Schweizer Tafel. Immer eine tolle Sache. Für, äh, ähm, für uns ähm, Prominente nennen sie es, ähm, überhaupt kein Aufwand, ähm, aber grossen Effekt. Äh, nämlich, es wird darüber berichtet, äh, es, wird, es wird über Armut in der Schweiz äh, sonst eigentlich nicht berichtet. Äh, es muss immer etwas Spezielles geben und eben am besten noch mit Gesichtern, die man kennt. Ähm, keine Ahnung, warum sie mich noch haben, aber, <laughs> aber sehr schön gesehen. Äh, du du Huckel und ich hatten zusammen Schicht, gehabt, äh, was, äh, was immer wirklich super funny ist. Und, ähm, yes! Und dann habe ich gedacht, ein äh, 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 äh Firmen-Event noch hatte. Und dann habe ich gedacht, am Samstag habe ich gedacht, ich habe frei. Ähm, das habe ich aber nur bis am Mittag gedacht, äh, weil dann kam das Telefon, gekommen, dass in Luzern im, im KKL für den äh, Tourismus Award, Festival der Gastfreundschaft, ähm, Susan Kuhns, was moderiert hat und noch äh, Comedy-Sets gespielt hat, äh, wegen äh, nicht Corona, sondern wegen Grippe ähm, flachgelegen ist und das kurzfristig nicht konnte Und äh, ich, bin, ich bin der Herbst der große Einspringer bei ganz vielen verschiedenen Sachen. <laughs> Entweder weil jemand zwei Termine an einem Tag bucht und erst ein paar Tage vorher hat gemerkt. Ähm, oder halt krankheitsbedingt, wie in dem Fall. Und, äh, dann schnell telefoniert, und dann ist eigentlich schon klar gesehen, okay, Sachen packen, ins KKL gehen, und <laughs> das ist so eine, das ist eine richtige Gala-Event, ja. Also, wenn, wenn der Anzug nicht maß ist, dann bist du eigentlich schon ein Loser, ja. Und wenn das Kleid nicht richtig, richtig schön ist, ähm, dann musst du gar nicht auftauchen. <laughs> und ich bin so. <laughs> Mit meinen fucking Jeans-Hemdli <laughs> und meinen Turnschuhen, <laughs> meinen Chucks bin ich dort aufgekürzt. Und normalerweise ist mir so Zeug super peinlich. Ich fühle mich immer underdressed. ich habe extra noch einen Kittel mitgenommen, so einen Blazer eine halbe Woche Aber das war dann peinlich gewesen, Wenn alle in Schalen sind, smoking, geile Anzeige, schöne Kleider. <laughs> und ich so, hey, ich habe da noch einen Blazer. Äh, look, 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 er glänzt ein bisschen. Je nachdem, wie man im Licht steht, findest du gut? Ja, passt auch schön zu den Jeans und den Turnschuhen mit der weißen Sohle. gummisole <laughs> weißen Gummisohle. Ähm, äh, ich fand, äh, da können wir es jetzt machen, weil es ist also eine Geschichte von kurzfristig Einspringen. Und, und ich finde auch äh, für, für Comedians, ähm, klar, wenn man dann irgendwie noch durch die ganze Oben viert und irgendwie so, eben eine, eine Awardshow ist oder so, dann, ja, dann ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich, wie dort, ich kann ganz kurz am Anfang auf die Bühne müssen. <laughs> um den enttäuschten Gesicht zu sagen, dass nicht Susan Kuhns kommt. Das äh, ist großartig. So, ähm, sie haben sogar ein in wo sie sehr arg seid haben. Und das haben sie natürlich nicht mehr können. Und dann ist einfach so gekommen. Und da ist sie, die Gastgeberin vom heutigen Lobe, Susan Kuhns. Und dann hat er einfach dran mit seiner scheiß Frisur und dem Jeans und Ich sage, so, hey, ja, das ist leider nicht Susan Kuhns. Ähm, und. Ähm, und drum es dann auch passt, dass ich so völlig deplatziert dort ausgesehen habe, Wie halt, ähm, ja, definitiv nicht in Schale. Zwei Comedy-Sets gespielt. Und am Schluss noch, äh, Verabschiedung sozusagen. Und es hat super Spaß gemacht. Wirklich, äh, an sich ein geiler Event gesehen. Und irgendwie, ich, ich, ich lieb so Situationen, wo einfach, wie dort, äh, niemand mit einem rechnet, ähm, aber trotzdem schon, die Leute eingestellt sind auf, auf Comedy, das ist wichtig. Weil ich glaube, ähm, was ich in den letzten Wochen auch wieder haben wir so merken, ist, wenn die Leute komplett überrascht werden, das heisst irgendwie da oh, Firma vier und äh, jetzt noch große Überraschung für euch, dann ist blöd. Aber so wie es an diesem Weekend gesehen ist, das hat super Spaß gemacht, weil de, wie will ich sagen, der an mir ist in dem Moment nicht sehr groß. <laughs> will sie danke so. Ähm, wie ich gesagt habe frisch vom Weihnachtsmarkt übergekommen. Ähm, ja, was kann der überhaupt? <laughs> Und das, das ist bis jetzt, in meinen letzten Jahren, ist das immer ein riesiger Vorteil gesehen, wenn Menschen mich unterschätzt haben. Das ist, das ist sowieso in der Comedy ist das ein Traum, wenn einem das passiert. Wenn man merkt, die Leute sind zwar eingestellt auf Comedy, aber sie sind jetzt so, äh, mal schauen, was die Person überhaupt kann. Das hilft eigentlich nur, wenn man einen guten ober verwünscht und, und irgendwie auch ähm, zumindest selbstbewusst sein vorspielt, wie man es im äh, Podcast mit dem Philipp Wiederkehr ähm, vorher hatten. Äh, ich weiß noch, wo, wo der Charlie Swiss Comedy Award äh, gewonnen hat, beide, hat er gesagt, es ah, ist jetzt schwieriger, weil der Druck ist höher, weil die Leute sagen einem dann äh, immer A mit er hat Swiss Comedy Awards gewonnen. Vor ein paar Wochen und dann muss man auch abliefern. Und darum ist eigentlich eine Grundregel in der Comedy, seit man auch immer beim Ansagen, ja nicht hochloben, ja nicht erzählen, jetzt kommt der, boah, der wartet unter der Tisch liegen vor Lachen. Weil dann sind die Leute wirklich so, aha, okay, zeig mal lustig, zeig mal, was du kannst gelohnen. Aber wenn es auf so ist, ja, übrigens, ähm, da ist jetzt do Mal schauen, hat kommt es wirklich super. Also, tolles Event. Äh, danke ähm, den Menschen, die ähm, einerseits gelacht haben dort äh, und andererseits natürlich den Menschen, die es äh, organisiert haben. Ähm, der Andreas, wo das äh, Theater, äh, Le in Ammen betrieb, wo wir kürzlich gesehen sind mit der Swiss Comedy Night. Ähm, der hatte das äh, unter seinen Fittichen gehabt, vom Show-Aspekt her. Und äh, er hat dann auch äh, souverän durch da oben moderiert. Obwohl das am Morgen auch noch nicht klar war, dass er das wird machen wird. Also wirklich super, super lustig gesehen. Und dann haben sie so gedacht, das ist einfach wieder mal so ist, ist typisch Comedy. Ist eine typische Comedy. <laughs> Man kann es nicht anders sagen. Denkst du denkst irgendwie, gehst gemütlich kurz am Samstag oben und auf einmal stehst du im KKL. <laughs> vor und, und Kleider. und durch die Das So, das, äh, das war so der Samstag und was habe ich denn noch gemacht? Ah, mit, mit, mit dem Götti Meidler und dem Vater vom Götti und der eine Schwester vom Götti ähm, sind wir dann noch an Weihnachtsmarkt. Das ist auch nice gesehen. Und gestern Doppelpot aufgenommen. Also die Folge, wo da Fritig kommt und die Folge, wo nächste Fritig kommt und äh, kleine Vorwarnung: Da Freitag wird ähm, recht intensiv, äh, recht, recht, ähm, recht äh, pornolastig. Hätte <laughs> aber vielleicht auch mit meinem Gast zu tun, der Matteo. So viel zu dem. Ähm, ich bin diesen Monat noch ein paar Orte am Auftreten. Übermorgen in Bad Ragatz. Comedy-Dinner ähm, am Samstag in Neuhausen am Riefal. Die Woche darauf an einem Humorkongress. Nicht wirklich am Auftreten, aber so einem Podium in Montreux. Und dann am äh, 11., glaube ich, ja, äh, Rosa-Humor-Festival an der humor soirée Wieder ein Comedy-Dinner. Ähm, was haben wir noch? Zürich, Land of Comedy Show und Zauberwald, Lanzer Heid, Mixed Show mit äh, Charlie und Oropax. freue mich riesig. Ich habe immer nur Bilder gesehen von dem Zauberwald und ich glaube, das ist wirklich der Shit. So, äh, jetzt äh, kommen wir mal zu euren Mails. Mir ähm, kann sagen Mails, es sind nämlich zwei. firma Mehrsprachigkeit. Lieber Joel, ich wollte dir einfach mal schreiben, weil du in deinen Solo-Folgen Solo deines Podcasts immer wieder betonst, eine Mail von der Zuhörerschaft bekommen zu wollen. Jawohl. <laughs> Für diese Mail musste ich mir natürlich ein Thema einfallen lassen. Zwei- oder Mehrsprachigkeit. So geil, wenn ich, wenn ich Deutsch vorlese, dann habe ich so ein bisschen den Schweizer Akzent, in Zwei- oder Mehrsprachigkeit. So der SRF... Moderatore Groove. Wie du vielleicht an meinem Vor- bzw. Nachnamen bereits zurückgefolgert hast, habe ich genau dasselbe, klammere positive Schicksal ereilt, wie du und zwar, dass ich in meiner Kindheit mit Deutsch und Französisch aufgewachsen bin. Nun wollte ich dich mal fragen, wie regelmäßig du im Alltag davon profitierst und ob die Mehrsprachigkeit einen Einfluss auf deine Karriere gemacht hat. Dazu frage ich mich, ob es dir. Ob du es dir vorstellen könntest, mal ein Komdi-Programm auf Französisch oder auch eine Radiomoderation auf Französisch zu machen, hast du dir das schon mal überlegt? Ähm, also überlegt, habe ich mir auf jeden Fall schon. Ich finde, Französisch, trotz allem, ich bin damit aufgewachsen und, und ich kann es ich und, und Also ja, fließend. Mit dem Tod von meiner Großmutter vor ein paar Jahren ist, ist aber die Regelmäßigkeit ein bisschen verschwunden. Und mit dem, der Wortschatz. Ich merke aber immer, wenn ich irgendwie, was bin ich? ich bin mal vor eineinhalb Jahren oder so ein paar Tage in Paris gesehen, bevor ich dann... Nein, das war nicht dann gesehen. Ja, ja. Ich bin auf jeden Fall in Paris und habe gemerkt, nach so zwei Tagen oder so kommt das alles auch wieder. Oder ähm, äh, Bekannte von äh, uns, äh, also äh, hauptsächlich von meiner Freundin, wo wir jetzt aber schon ein paar Mal nachgesehen haben, ähm, Das ist der eine Franzose und, und wenn ich dann so ein bisschen im Gespräch bin, dann kommt es extrem schnell wieder. Ähm, ein hat mich auf Französisch ehrlich gesagt... Also, zum Machen nie groß interessiert, zum Schauen extrem. Ich finde, ich finde, es gibt großartige äh, französische Komiker und Komikerinnen natürlich. Ähm, aber zum Machen jetzt es mich nie groß interessiert, weil ich immer denke, wenn ich es denn mache, in einem anderen Spruch, abgesehen von Deutsch, was ich gemerkt habe, was wirklich trotz allem auch eine andere Sprache ist. Man muss komplett neue Jokes schreiben, man muss äh, Formulierungen sicher umändern, man kann es nicht einfach mal so ad hoc übersetzen. Und auch thematisch, es hat ja dann auch noch mit der Region zu tun. Das heißt, wenn ich in, in Deutschland einen Witz über die Schweizer Postleitzahlen mache, vergiss es. Yeah. Und es sind zum Teil auch Details, wo du dann so merkst, aha, irgendwie, hatte ja einen Joke über, über meine Götti-Meidchen und Windel-Angobe. das sind natürlich komplett andere in Deutschland. Ja, aber das kann man dann irgendwie halt anpassen, man muss sich immer ein bisschen informieren. Und was ich wollte machen, oder was ich immer noch machen will machen, ist, irgendwann will ich es auf Englisch machen, weil es so ein bisschen, man sagt immer, der Mutterspruch der Comedy ist, weil. Äh, Einfach meiner grossen Helden und auch der Grund, warum ich überhaupt stand-up mache. Der Michael Mittermeier hat das gemacht. Eben zum Beispiel auch ein Französische Comedian, der äh, Gad El So sagt man es richtig, hat mir der ähm, geklärt. Gad el Male. Ähm, aber die meisten kennen ihn als Gad el da ist auch in den USA und hat davor auf Englisch performen Und irgendwie ja, ist, das, ist das halt so der große Traum, den man immer hat. Nicht, nicht dass man den irgendwie Madison Square Garden füllt, sondern einfach, dass man auf Englisch spielen kann. Dass man irgendwann mal sagt, ich bin jetzt äh, drei Monate weg und äh, wird jeden oben irgendjemand anders spielen. Also nicht jeden oben, aber halt, ich werde immer noch jemand anders und dann bist du irgendwie, keine Ahnung, in, in Oslo und dann gehst du auf Helsinki und ähm, dann gehst du auf Kopenhagen. Ich weiß nicht, ob das geografisch Sinn macht, aber ich weiß zumindest, dass alles in Skandinavien ist. <laughs> So, und dann ich du wieder über Amsterdam. Und irgendwann kannst du vielleicht einmal in Südafrika spielen. Und vielleicht kannst du einmal in Kanada spielen, in den USA. Äh, Edinburgh Fringe Festival, grosser Traum von mir. Bin ich mal. Ah, ich bin mal so kurz davor zu spielen. Wirklich so. Also nein, es war sogar eigentlich schon fix gewesen. Es war alles schon fix Und dann ist alles wieder Ähm, Das. Er hat sich dann aber als etwas Gutes herausgestellt, weil das ist in dem Sommer gesehen, wo ich mehr aus Spaß zwei Wochen in Berlin gespielt habe und dann, das mit dem Quatsch Comedy Club losgegangen ist und ich den Preis dort gewonnen habe und eben auf einmal der Deutsche Markt aufgegangen ist und ich noch ein Schweizer Programm haben mir und wenn ich dann noch hat mir so eine Stunde auf Englisch schreiben. Äh, Neben einer Webshow, die ich dort wöchentlich gemacht habe für das SRF, ähm, war wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Gewesen. Also, es kommt immer alles so, wie es muss, kommen. Ist äh, immer noch mein Mantra. Und äh, darum muss ich äh, zum lang, lang ausgeholt haben, äh, sagen: Ich glaube, auf Französisch kommen die machen, ähm, sehe ich, ich nicht für mich als mega strebenswert. Es war in der Schweiz nicht so dumm. Weil man könnte dann auf einmal noch in der Weltschweiz spielen, äh, auch in zweisprachigen Orten. Man kann sicher auch coole Shows machen, wo man irgendwie halbe-halbe macht und so In Biel, Bienn. Ein bisschen Deutsch, ein bisschen Französisch spielen an einem oben. Das war das schon lustig. Ähm, und ich will es nicht ausschließen. Und ich bin nächste Woche in Montreux an einem Humor-Kongress, wo Genau die beiden ähm, Gruppierungen von Schweizer Comedy zusammenkommen sollen und sich austauschen. Drum mal schauen, mal schauen. Ähm, was Moderation anbelangt, also Radiomoderation habe ich noch nie gemacht, aber ich, ich habe schon so wo ich noch wirklich Events moderiert habe, so Diplomfeiern und so Dinge, das, habe ich, das habe ich schon zweisprachig gemacht. Das geht auch. Aber die Comedy ist schon eine andere Disziplin, weil das muss man dann genau schauen, welches Wort wo kommt und wie man es formuliert. Und, ähm, sehe ich wirklich als eine, als eine Nummer zu gross für mich, weil wenn ich eine Nummer grösser will, dann probiere ich es auf Englisch und das ermöglicht einem dann ja auch viel mehr Orte. Ähm, ich bin halt auf den Gedankengang gekommen, weil ich durch die Mehrsprachigkeit viel mehr mit der Sprache spielen kann und mir die Mehrsprachigkeit auch Türen offen hält für die Kommunikation mit mehreren Menschen. Ich für meinen Teil kann so die doch recht harte Sprachgrenze zwischen Deutsch und Westschweiz relativ entspannt überqueren, was eigentlich ein enormer Luxus ist, dessen ich mir lange gar nicht bewusst war. Ja, sehe Das ist das, wo ich, ich äh, vorher auch. Äh, ein bisschen darauf angesprochen habe. In der Schweiz würde es natürlich schon Sinn machen, wenn der Zirkus Knie dann kommt und man dann sagt: Ja, ich mache die ganze Tour. Nicht nur, nicht nur die schweiz nein, nein, ich mache auch die französische Seite. Ja, ähm, eine Frage habe ich jetzt auch nicht beantwortet, wie ich im Alltag davon profitiere. Ähm, ich fühle mich halt einfach ein bisschen wohler ähm, auf Reisen. Weil, weil man, man einen Spruch mehr zur Auswahl hat, um mit jemandem zu kommunizieren. So. Und uns ein Spruch, ist, wo auch recht viele Menschen reden. Ähm, das, das beruhigt mich ein bisschen. Ich, ich, ich liebe zum Beispiel Italien. Ich finde Italien großartig. Aber ich, ich habe immer so mir, will ich Verstandsmeister bin, aber ich kann kein Wort sagen. Und dann muss ich irgendwie auf Englisch ausweichen. Und ich, ich bin gerne an einem Ort, wo irgendwie Spruch. Äh, entweder Landessprache ist oder zumindest eine sehr verbreitete Sprache ist. Und, äh, und dann, dann fühle ich mich irgendwie auch wohl, weil dann kann ich mich gut navigieren und irgendwie ähm, meine, meine kleinen Social Anxieties, die ich habe, irgendwie äh, in einem Laden oder so. <laughs> Entschuldigung, wo ist das und das? Ähm, das fällt mir dann einfacher. Okay, zurück zum Mail. Er schreibt, ich finde, wir sollten alle wieder mehr Wert auf die Mehrsprachigkeit, insbesondere in diesem Land, legen und uns um mehr vereinen als zu teilen. So kann man es auch zu mehr lustig haben und beispielsweise sich ab den Witzen eines Comedians schief lachen. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge von dir, weil ich während dem Hören mich vom Stress und dem Alltag ablenken kann. Außerdem mag ich deinen Basler Dialekt. klammer ich komme aus dem Kanton Zürich. Wow! wahaha <laughs> Das höre ich halt, aber das freut mich natürlich umso mehr. Und was ich noch als letztes sagen wollte: ich warte schon sehnsüchtig auf eine Folge mit Michael Schweizer und mit Charlie Nguela und eben vielleicht mit einem Westschweizer Comedian. Liebe Grisli, Thierry äh, und der Französisch noch lange. <laughs> Yes, also äh, ich hoffe, du hast ein bisschen mal zurückgescrollt in meinem Podcast, liebe Thierry. Weil der Charles ist gesehen. Was jetzt der Solo dreimal. Also solo Arelei als Gast. Dreimal. Sicher bei der ersten Folge. Ähm, ich weiß nicht mehr bei der 20. Ja, ja immer wieder. Sicher bei der 50. Wo wir hatten, Frank Sven Charles und die hat zwei Folgen daraus gemacht und vor allem die zweite, also so mit Folge 51, finde ich so unglaublich lustig. Ähm, äh, als, als schon nicht Teilnehmende, aber als Teilnahme habe ich es noch lustiger gefunden. Und dann haben ich nochmal zusammen mit dem Frank, also so eine Dreierrunde. Also der Charles ist wirklich schon unglaublich oft gesehen. Äh, Michael Schweizer äh, wird auf jeden Fall. Also von mir aus <laughs> auf jeden Fall co, aber ähm, ich glaube, da steht nicht viel im Weg. Danke vielmals für die Mail. Und das zweite Mail mit dem Betreff Julian Graf, drei Ausrufezeichen. Okay, Julian Graf ist B2 am Morgen. Gewesen. Hey, Joe! <laughs> ich weiß nicht, ob es 11 vergessen hast oder ob du mir wirklich hast, Joe nennen aber gefällt mir. Ganz mal ganz, ganz andere Name, finde ich immer gut. Hope you are doing okay. Relativ sehr peinlich von den Fellows des Schweizer Farbfernsehens, zwei am Morgen etc., dass der Name des Comedy-Talents Julian Graf krampfhaft nicht zu erwähnen versucht wird. Auch sehr, enttäuschend, okay, ich komme noch nicht ganz Auch sehr enttäuschend, dass diese Compliance in deinem und anderen Podcasts Handhabe zu finden scheint. Stattdessen auf Quoten unter Waldner zu setzen, ist SRF gleich und sollte in hoffentlich unabhängigen Podcasts tunlichst unterlassen werden. Ich leide zum Glück. Klammer noch, klammer zu, nicht an Insomnia und höre deinen Podcast sehr gerne und regelmäßig. Also, lieber Basler, Go for Zürich oder Wintertour und bitte, bitte, bitte lade zu den anderen Kantonszürchen auch noch Julian Graf zu deinem Podcast ein. Tausendfach danke, Grüße aus Edinburgh. Uh, Edinburgh, Edinburgh, Patrick. Gebürtiger horgner Kanton Zürich. Hey Patrick, um, I am doing okay und ich bin mir nicht sicher, dass krampfhaft der Julian nicht erwähnt wird, weil so wie ich es verstanden habe, hätte Julian bei 2 am Morgen halt aufgehört. Um, aber ich lade ihn sowieso sehr gerne mal ein, sofern er noch Bock hat, überhaupt so Dinge zu machen. Weil ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, nicht, was er genau macht. Ähm, jetzt gerade, aber ich weiß, dass er zumindest gerade nichts groß Öffentliches noch macht. Ähm, darum, ja, müsste man es finden. Ich würde ich ihn auf jeden Fall mal anschreiben. Und ich verstand ähm, die, die Phantom. Ich finde sehr, sehr gut. Ich bin jetzt da mal schnell am, am äh, Artikellose-Suche. Julian Graf gibt Moderation ab. Ähm, da, 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 da. Da, 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 da. Nun habe sich Graf dazu entschieden, SRF zu verlassen. Das dynamische und wilde Format 2 am äh, Morgen gab mir die einmalige Möglichkeit, das SRF an neue, junge Leute heranzutragen. Aha. Die... Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen, die spektakulären Drehorte und der Einblick in die Welt des Servicepublik war für mich sehr prägend und ich kann dem gesamten Team für die unvergessliche Zeit nicht genug danken. Nach diesen facettenreichen Jahren möchte ich mich nun auf meine private sowie berufliche Situation fokussieren und dort alle meine Ressourcen investieren. Lässt sich der Co-Moderator zitieren. Alright, alright, alright. Was steht noch? Was steht noch? Hm. Verlässt SRF auf eigenen Wunsch, weil er sich vermehrt auf seine private, berufliche Situation fokussieren und dort all seine Ressourcen einsetzen möchte. Das hat es schon mal klar ähm, Yes. So, also drum, glaub ich glaube nicht, dass vom SRF aus ERZ eh totgeschwiegen wird. Ähm, ich ich habe auch noch nie auftreten muss ich ganz ehrlich sein ich glaube er hat noch nie ein Stand-Up gemacht oder so, wenn, wenn mit dem äh, Comedy-Talent äh, mit dem meinst, äh, er ist unglaublich lustig ähm, wir haben mal eine Sendung zusammen gemacht äh, Woche und schon. und wenn ich jetzt auf instagram Instagramster gehe ähm, dann steht dass er, dass er Video-Producer ist das macht er aber schon länger und ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele noch effektiv vor die Kamera geht. Was haben wir da? Ja, das sind alles alte Videos. Somit, ähm, yes. Ich würde, ich, ich mache da jetzt doch gerade, ähm, mache jetzt gerade eine Notiz für mich. Ich finde das sehr guter Input, liebe Patrick. Ich würde den Julian mal anschreiben und fragen, ob er Bock hat, mal in Podcasts zu kommen. Ähm... Und dann warten wir ja gesehen, warten wir ja gesehen, ob er irgendwann kommt und sonst ist es wie mit dem DJ Bobo. Ich habe gesagt, wenn der DJ Bobo nicht bis Andy, was ist es, 2023 <laughs> in der Show war, dann wissen wir warum. <laughs> so, vielen Dank, das sind die zwei Mails von heute und schreibt weiter. Podcast at Joel von Mutzenbecher am Stück.ch. Und was kann ich euch noch sagen? Nichts. Schaut zueinander. Sie lieb. Und viel Spaß am Freitag mit dem Matteo. <laughs> Peace!